Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zur neuen Spielanalyse. Ja, ich habe sie mal genannt, wie spiele ich gegen den Vorhandschwinger von Frank Stefan. Das Spiel fand in der Oberliga oben statt. Ja, der Frank spielte damals beim TDC RW 1921 Biebrich, eigentlich Oberliga Mitte, aber Biebrich war gegen uns von Kriftl ersatzgeschwächt, sodass er an 1 gespielt hat und ist da das Duell der Spitzenspieler war. Ja, und ihr könnt sehen, dass Frank sehr vorhanddominant ist. Er versucht oft seine Rückhand mit der Vorhand zu umlaufen und variiert dann gut. Manchmal schwingt er die Vorhand durch, manchmal hebt er, manchmal zieht er mit Spin. Aber grundsätzlich hat er einen sehr guten Vorhandschwinger, wie man hier sehen kann, wo ich auch echt Probleme hatte, gerade im ersten Satz, wo ich noch nicht so ganz warm war. Das Spiel fand übrigens am 19. September 2020 statt. Ja, war also eines der wenigen Spiele, die in der Saison 2020-2021 stattgefunden hat. Ja, und ihr könnt jetzt gerade sehen, im ersten Satz kam ich überhaupt noch nicht klar. Ich habe seinen Vorhand-Topspin oft gar nicht bekommen, also direkt den ersten. Und normalerweise lebe ich ja davon, dass ich ein paar Mal abwehre. Ja, und je länger die Ballwechsel gehen, desto besser ist das für mich. Dann komme ich gut in mein Spielsystem rein. Aber hier zieht er einmal mit der Vorhand vor und dann kommt sein Vorhandschwinger ein zweites Mal zum Einsatz. Also ganz klassisch, spielt er gegen Abwehr. Er versucht viel mit der Vorhand direkt feste zu ziehen. Jetzt zieht er auch mit der Vorhand gegen, macht einen direkten Punkt, auch wenn er da ein bisschen Glück hat. Hat er den Ball nicht ganz sauber getroffen. Aber ich war wirklich im ersten Satz überfordert, habe auch viele einfache Fehler gemacht und jetzt mit 11-5 verloren, liege 1-0 hinten. Man muss jetzt hier mal wirklich zusehen, dass ich selbst aktiver spiele. Ja, weil ihr habt gesehen, wenn Frank mit seinem Vorhandschwinger zum Einsatz kam, habe ich oft direkt einen Fehler gemacht. Aber wenn ich es jetzt hier schaffe, selbst anzugreifen, ja, und dann ein bisschen Wechsel vom Platzierung, Geschwindigkeit, Flughöhe, meinen Vorhand-Topspin, dann hat er Probleme. Ja, auch wenn ich jetzt mal hier einen leichten Fehler mache. Also meine Taktik gegen Frank damals war, möglichst viel selbst mit der Vorhand angreifen, zu variieren, mit dem glatten Belag schupfen und ihm auch die Bälle gut zu platzieren, mal lang über Vorhand, lang über Rückhand, bloß durch den Tisch Mitte, weil da läuft er dann gut um und zieht seinen Vorhandschwinger durch. Und hier könnt ihr sehen, sobald ich hier die Chance hatte anzugreifen, hatte ich einen Vorteil, auch wenn ich jetzt gerade die Chance nicht nutzen konnte. Und hier erneut nicht, aber taktisch gesehen natürlich richtig, dass ich den Ball nicht nur reinhalte, sondern auch direkt versuche, mit der Vorhand gegenzugehen. Ja, und hier schaffe ich es mal, so eine Mischung aus reinhalten und gegengehen und so den Punkt zu machen. Man muss natürlich sagen, das Spiel war das erste überhaupt in der Saison 2020-2021 und auch nur eins von zwei Spielen, die für Kriftl stattgefunden hat. Und ja, im ersten Spiel in der Saison war ich noch nicht ganz da, also noch nicht bei 100%, habe, wie ihr sehen könnt, dann auch der Ballwechsel ist natürlich richtig gut gewesen, aber grundsätzlich habe ich da auch ein bisschen, war ich schlecht auf den Beinen, habe nicht immer im richtigen Moment gedreht und auch mit der Vorhand ja einiges liegen gelassen an Topspin. Aber jetzt bekomme ich mal ein bisschen seinen Vorhandschwinger und er macht nicht direkt damit Punkt. Und ich spiele jetzt auch öfter mal aus der Rückhand parallel in seine Vorhand, damit er nicht umlaufen kann. Das ist eigentlich sein bester Ball aus meiner Sicht, dass er mit der Vorhand die Rückhand umläuft und von da aus sich dann eine Ecke aussucht, entweder diagonal oder parallel. Wenn ich es aber geschafft habe, ihm über die Vorhand zu spielen, ja, von da aus konnte er dann meistens nur diagonal ziehen und hatte jetzt nicht so die gefährliche Waffe mit seinem Vorhandschwinger. Also ganz klar mein Tipp für euch, übt das im Training, gerade aus der Rückhand mal parallel zu spielen. Hier spiele ich nämlich diagonal und er ist wieder mit seinem Vorhandschwinger zur Stelle. Boah. Und hier zieht er mir einen nach dem anderen rein und macht auch
völlig verdient den Punkt zum Schluss. Und jetzt drehe ich mal und seht ihr, ich habe dann parallel gespielt, wechsel dann vom Blockspiel, dass ich wieder ein bisschen abwehre. Also das wird jetzt hier im dritten Satz ein Spiel mit coolen Ballwechseln. Ja, und bei meinem Aufschlag riskiere ich auch mal was, spiele auch mal einen halblangen bis langen Aufschlag, mal mit Seitenschnitt. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass er mir den um die Ohren zieht. Ja, aber auch einfach ein bisschen Variation ist wichtig, dass er nicht einfach einen sicheren Rückschlag spielt und dann sich einen Ball aussucht, um seinen Vor- und Schwinger zu spielen. Ja, und hier erwische ich ihn mal, da trifft er den Ball viel zu spät. Ja. Und das habe ich ein paar Mal probiert, das ist mir an dem Tag nicht so gelungen, zu drehen und mit der Rückhand dann am Tisch zu blocken. Und da habe ich dann Glück, dass er auch mal ein, zwei relativ einfache Bälle liegen lässt. Ja, ich aber auch. Also wir waren beide nicht in Bestform. Jetzt 7-9 entscheidende Phase in diesem dritten Satz. Und da habe ich das Glück auf meiner Seite. Dann riskiere ich es, habe wieder ein bisschen Glück. Und jetzt bei 9-9 eigenen Aufschlag. Spiele wieder parallel. Komme in Gegentopspin und den Ballwechsel kennt ihr vom Anfang. Das schaffe ich, ist dann von Gegentopspin gut zu wechseln in die Abwehr und habe jetzt hier 3 Punkte in Folge mit mir einen Satzball erspielt. Und dann schaffe ich es, nach meinem eigenen Aufschlag anzugreifen, gewinne mit 11-9 diesen wichtigen dritten Satz und führe jetzt 2-1. Ja, und jetzt ist natürlich wichtig, weiterhin aktiv zu spielen und ihn gar nicht erst in sein Spielsystem reinkommen zu lassen. Da hat er natürlich richtig Glück bei diesem Netzroller. Ja, und jetzt gelingt es mir endlich mal. Ja, dass ich antizipiere, dass er umläuft und die Vorhand frei ist, drehe und mache einen guten Rückhandblock. Und spiele jetzt auch mal meinen Korkenzieher mit Seitenschnitt. Aber das hat er gut gesehen und hat mich dann in der langen Vorhand erwischt. Aber vielleicht hätte ich auch mal einen Rückhandaufschlag als Variation einstreuen können, gucken, wie er reagiert. Ja, da hätte ich mal direkt einen Fehler erzwingen können. Er hat nämlich schon ein paar Mal versucht, meine langen Aufschläge direkt feste zu ziehen, viel Risiko einzugehen. Und gegen ihn war es wirklich wichtig, viel zu variieren, weil wenn ich nur mit der Noppe gespielt habe, hat er mit der Vorhand grundsätzlich gut gezogen und war zur Stelle. Und hier sehen wir, er ist auch mit der Rückhand gut, wenn er zum Ball steht, wenn er die Zeit hat. Daher immer wichtig, eben nicht nur einfach in die Rückhand zu spielen, sondern auch mal in die Vorhand, damit er nicht genau weiß, was passiert. Und jetzt wende ich den PTF-Effekt an, den kennt ihr bestimmt aus anderen Videos von mir. Ich ändere die Platzierung, das Tempo, die Flughöhe und die Rotation. Ja, heb mal ein. Spiel mal einen im höheren Bogen, wo er dann vielleicht mit einem schnelleren Ball gerechnet hat. Hier auch wieder, ja, statt einen festen Topspin zu spielen, hebe ich ihn nur rein, was harmlos aussieht, aber als Variation ganz gut ist. Und die muss er erstmal bekommen und hier auch schaffe ich es dann, Ball erst reinzuhalten und dann Topspin mit hohem Bogen mit ganz viel Spin zu spielen. Und gewinnt tatsächlich mit 11-8 im vierten Satz das Spiel damit mit 3-1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ja, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.